ist es eben. Wohingegen man draußen nach einem Tropfen klarem Wasser tagelang suchen muss? Heutzutage erledigt den Großteil davon natürlich der Fluss aus dem Berg. Aber es gibt eine Legende, wie er entstanden ist. Wollt ihr sie hören? Nun gut. Ihr habt sicherlich schon die alten Ruinen am Wasserfall gesehen, oder? Es heißt, dass dort einst ein reiches, adeliges Gefährtenpaar wohnte. Sie hatten sich allesamt von dem Chaos der Hauptstadt losgesagt und waren deshalb in jenen entlegenen Winkel des Landes gezogen. Eine eigentümliche Entscheidung, wenn man bedenkt, dass das Tal früher nicht mehr als Staub und Sand war. Aber dennoch taten sie es. Und sie bezahlten die besten Handwerker Dünenheims, damit sie ihnen hier ein Heim errichteten. Obst, Brot und Wasser wurde ihnen jeden Tag mit einem Myriaden herbeigeflogen. Und so lebten sie hier einige Jahre, bis im Bauch der Frau eines Tages eine Leibesfrucht ersproß. Und so bekamen sie inmitten der staubigen Mauern ihres Anwesens ihren Sohn, Suneri. Er war ein prächtiger Junge, jung und kräftig. Schon mit 3 Monaten lernte er das Sprechen und nur 1 Jahr später konnte er bereits laufen. Unsicher und schwankend, aber dennoch. Alles schien, als würde die eigentümliche Familie dort einem schönen Lebensabend entgegenstreben. Doch dann geschah etwas Seltsames. Die Myriadenlieferungen blieben aus. Erst einen Tag, dann eine Woche und schließlich eine ganze Mondwende. Egal wie lange sie am Horizont auf den Myriaden warteten, er kam einfach nicht. Und langsam neigten sich ihre Vorräte dem Ende. Erst die Datteln, dann das schale Brot und schließlich die letzten Schläuche Wasser. Die Strecke bis nach Dünenheim oder zur nächsten Oase war viel zu gefährlich. Und so waren sie in dem Tal gefangen. Sie würden dort sterben, meinte der Vater eines Tages, als er mit seiner Gefährtin und Suneri, damals 6 Jahre alt, beisammen saßen. Und genau das schien zu geschehen. Bis zuletzt hatten der Mann und die Frau die äußersten Vorräte für ihren Sohn aufgespart. Doch irgendwann war selbst für ihn nichts mehr übrig. Der Vater war selbst kaum mehr als ein Wrack, ausgemergelt und knochig wie ein Verlorener. Und die Mutter war längst dem Dünenfieber verfallen, das jene ereilt, die zu lange ohne Speis und Trank unter der unerbittlichen Sonne der Pulverwüste wandeln. Der Junge war verzweifelt. Er schrie, weinte und flehte zu den Göttern, dass sie sich erbarmen möchten. Doch seine Bitten blieben unerhört. Und dann, an einem ungewöhnlich grauen Morgen, war es vorbei. Die Mutter und der Vater des Knaben waren dahingeschieden. Und nur noch er lag delirös, seine Kehle trocken wie Pergament, neben ihnen im Hof des alten Anwesens, den sie alle 3 so geliebt hatten. Der Junge warf einen letzten Blick zum Horizont, dessen rotgoldene Sonne sich an jenem Morgen nicht gezeigt hatte, und wollte gerade die Augen schließen, als sich seine Gedanken ein letztes Mal in ihm aufbäumten. Warum geschieht mir das? Flüsterte er verbittert. Was haben wir verbrochen, dass uns ein derartiges Schicksal widerfährt? In mir schlummert doch noch so viel Leben. Und als er da so lag und über die Ungerechtigkeit dessen, was geschah, reflektierte, übermannten ihn die Tränen. Und ein Wunder geschah. Als die erste Träne des Jungen den sandigen Boden erreichte, begann dort eine Feuerblume zu sprießen. Dann Gras und dann Bäume. Wie ein Erdriss während eines Bebens schoss die Welle der Lebenskraft durch das staubige Tal und überall entsprossen wundersame Gewächse. Ja, sogar Schmetterlinge, Würmer und Vögel erschienen plötzlich aus dem Nichts
Und kaum als dass der Junge begriffen hatte, was geschah, durchbrach auch schon ein Wasserfall den großen Felsen. Und als er da so lag, die Augen nass und brennend, begriff er, was er getan hatte, ohne es selbst zu verstehen. Dann lächelte er, schloss er die Augen und starb. Tja, das war's. Und, was haltet ihr von der Legende? Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ja? Dann freut es mich, dass ich euch eure Zeit hier verschönern konnte. Meine Mutter hat mir die Geschichte immer erzählt, als ich klein war. Und ich habe sie geliebt, trotz des bittersüßen Endes.